Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a der Nationalpark-Mittelschule Winklern, der Fachbereich Hören in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Nur Spaß, von wegen. Mobbing geht alle an. Ich möchte Ihnen heute die Geschichte von Kevin erzählen. Einen Jungen, der gemobbt wird. Kevin kommt aus einer armen Familie. Sein Vater ist Alkoholiker und seine Mutter Kellnerin, die häufig am Abend arbeiten muss. Man sieht schon, er hat es im Leben nicht leicht. Morgens geht Kevin erst ganz spät zur Bushaltestelle, weil er Angst hat, von den anderen Schülern gehänselt zu werden. Er bleibt auf Entfernung, lässt erst alle anderen einsteigen und huscht kurz, bevor der Busfahrer die Türe schließt, hinein. Nicht nur einmal bekommt er deswegen Anschiss vom Busfahrer und die Lacher der anderen im Bus. Das späte Einsteigen nützt nur selten was. Im Bus geht es sofort los. Er wird geschubst, ihm wird ein Bein gestellt, sodass er fast hinfällt und keiner lässt ihn neben sich sitzen. Das ist für einen anderen Popo besetzt. Weh, du stinkst. Spinnst du? So wer braucht nicht zu sitzen. Der arme Junge versucht sich zu wehren, kommt jedoch nicht gegen all die anderen Kinder an. Wenn der Bus das Terminal erreicht hat, steigt Kevin immer zum Schluss aus. Draußen wird er schon von einer Gruppe von älteren Jugendlichen erwartet. Meistens schubsen sie ihn, spucken ihn an und nehmen Kevin die Schultasche weg. Werfen sie im Kreis, damit er sie nicht fangen kann. Und schleudern sie dann weit weg in die Büsche. Die gemeinen Kinder rennen danach schnell runter zur Schule und lassen Kevin alleine stehen. Kevin hat Angst. Er holt ein kleines Bäckchen aus seiner Tasche, in dem sich die Beruhigungsmittel befinden. Er nimmt eine Tablette heraus und steckt das Bäckchen danach sofort wieder weg. Kevin schluckt die Tablette schnell runter und läuft dann in die Schule. Doch als er in die Mittelschule kommt, wird es nur noch schlimmer. Kaum ist er unten in der Garderobe angekommen, ärgern sie ihn noch mehr. Sie nehmen seine Trinkflasche und werfen sie auf den Boden. In dem Moment kommt der Lehrer und erblickt die Flasche auf den Boden. Er hat Bedenken und sieht sie sich deswegen genauer an. Er riecht an der Flasche und bemerkt sofort, dass sich Alkohol darin befand. Kevin ist verzweifelt. Er versucht den Lehrer zu erklären, dass sein Vater die Alkoholflasche wohl mit seinem Saft verwechselt habe, weil er dauernd trinkt und nie nüchtern ist. Jedoch glaubt der Lehrer dies nicht. Ich habe Ihnen das ja schon erklärt. Mein Vater trinkt andauernd und meine Mama ist fast nie zu Hause. Jetzt bin ich immer allein daheim. Wahrscheinlich hat mein Papa die Alkoholflasche mit meiner Saftflasche verwechselt. Es tut mir wirklich leid, Herr Lehrer. Und das soll ich dir jetzt glauben, oder was? Bitte verzeihen Sie mir. Das wird noch ein Nachspiel haben. Bitte nicht. Doch, und jetzt ab in die Klasse. Einer der Mobber bekommt dies mit und wirkt nachdenklich. Thank you.
Da Bobotnik mit Nachnamen heißt, bekommt er sofort den Spitznamen Bobo. So, Freundchen, nachher haben wir noch etwas zu besprechen. Hey Kevin, es tut mir leid, dass ich gemeinsam mit den anderen auf dich losgegangen bin und dich geärgert habe. Ich habe erst heute kapiert, wie schwer du es hast. Jetzt entschuldigt euch doch auch mal. So viele gegen einen, das will ja keiner von uns erleben, oder? Was ist mit dir los? Das ist doch voll das Opfer. Wie würdet ihr euch denn fühlen? Na ja gut, Unrecht hat er damit ja nicht.